Viele Tiere fühlen sich in unseren Gärten wie zu Hause. Einige sind gar nicht gern gesehen. Andere sind beliebt, werden regelrecht verwöhnt. Für die einen wird alles getan, damit sie bleiben. Für andere alles, damit sie gehen. Allen voran der Maulwurf. Was lockt ihn trotzdem in die Gärten? Wenn die Tage langsam länger werden, zieren so manchen Waldweg seltsame Spuren. Sie erzählen von einem Aufbruch. Von jemandem, den im Wald nur wenige vermuten. Wie einst seine Vorfahren zieht es ihn hinaus auf Wiesen und Felder. Hier prägt er schon eher das Bild, das wir Menschen von ihm haben. Doch Weideboden ist schweres Terrain. Da gibt es kaum ein Fortkommen. Vielleicht findet sich da noch was Besseres? Im benachbarten Garten ist die Welt noch in Ordnung. Erste Blüten locken hungrige Bienen an. Am Teich wartet schon eine extra errichtete Eisvogelwand auf seltene Gäste. Endlich gibt es wieder was zu tun. Schließlich soll hier alles schön wachsen und gedeihen. Überall kommt neues Leben in den Garten. Das eine wohlgeordnet, das andere wühlt sich so durch. Was zieht den Maulwurf so unwiderstehlich an? Dies vielleicht ein Willkommensgruß? Bloß weg. Ein echter Maulwurf ist kein Müslifresser. Er läuft selbst auf Grabschaufeln so schnell wie ein Mensch zügig geht. Doch wo soll er bloß hin? Ohne Dach über dem Kopf, viel zu gefährlich. Endlich, die Erde hat ihn wieder. Sein Name hat übrigens mit Maul nichts zu tun, sondern kommt von dem althochdeutschen Begriff Molte. Er ist also ein Erdwerfer. Locker und luftig, wie der Boden hier ist, geht ihm das viel leichter von der Grabhand als auf der festgetretenen Weide. Und hier stellt ihm niemand nach. Oder doch? Der Hügel ist nur die Dachluke der Souterrain-Wohnung. Sie ist voll ausgebaut mit Schlafkojen, Vorratskammern und langen Fluren. 20 Meter lange Tunnelstücke pro Tag kann ein Maulwurf mit den zu Grabschaufeln geformten Händen bauen. Er bewegt sie wie ein Schwimmer die Arme, seitlich von vorn nach hinten. Der Schwanz entspricht mit seiner Länge genau dem Radius eines Gangs und dient wie ein Blindenstock zur Orientierung. Den Aushub baggert der Meister des Tiefbaus mit den Handflächen nach draußen. Sein weiches Fell wurde ihm fast zum Verhängnis. Vor 100 Jahren exportierte Deutschland jährlich mehr als 6 Millionen Felle in die USA.
Er trägt nur Wollhaare, die sich in alle Richtungen streichen lassen. Praktisch beim Umschalten vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang. Wer einen Garten hat, hat immer viel zu tun. Doch es gibt einen fleißigen Helfer. Er produziert den besten Dünger der Welt, gräbt unermüdlich um und durchlüftet den Boden. Ein reger Wurm, der Regenwurm. Kaum ein Tier ist so beliebt bei anderen Gartengästen wie der Regenwurm. Der bringt sich vor Sonne und Feinden in Sicherheit. Doch die Gefahr lauert sogar unter Tage. Leicht macht es der Wurm seinem Widersacher nicht. Im Verhältnis zu seiner Größe gehört er zu den stärksten Tieren der Welt. Denn genau wie der Maulwurf gräbt er sich durch die Erde und kann dabei das 50-fache seines Gewichts stemmen. Doch gegen das so viel größere Muskelpaket hat selbst er am Ende keine Chance. Regenwürmer sind des Maulwurfs Leib- und Magenspeise. Die Suche nach dem Wurm- oder Insektenlarven ist der Hauptgrund für seine Buddelei. Er stöbert sie mit seiner Nase direkt in der Erde auf. Oder aber sie fallen in seine Gänge. Die verzweigte Tunnelanlage ist also vor allem ein riesiges Fallgrubensystem. Er legt sogar regelrechte Depots an. Denn ein Maulwurf schafft es nicht länger als 24 Stunden ohne Nahrung zu überleben und braucht täglich bis zu 12 Regenwürmer oder entsprechend viel andere Beute. Um sie am Weglaufen zu hindern, hat er die Würmer durch einen Biss betäubt. Je nach Geschlecht und Bodenbeschaffenheit schwankt die Reviergröße eines Maulwurfs zwischen 300 und 3000 Quadratmetern. Und man respektiert gewöhnlich gegenseitig die Reviergrenzen. Hier aber wagt ein Fremder auf der Suche nach einem neuen Revier oder einem Weibchen in das Gartenterritorium einzudringen. Das führt zwangsläufig zu heftigen Verwerfungen. Die Muskelpakete kämpfen mit vollem Einsatz. Selbst zur Paarungszeit werden Männchen auf Freiersfüßen meist erstmal unmissverständlich abgewiesen. Ob man sich später im Souterrain noch näher kommt, bleibt offen. Längst nicht alle Fangversuche gelingen. Im Durchschnitt nur jeder Zehnte. Um den Zappelfisch ruhig zu stellen, will ihn der Vogel betäuben. So war das nicht gedacht. Auch diese Runde geht an den Fisch. Da der Eisvogel täglich etwa sein Eigengewicht fressen muss, kann er nicht ans Aufgeben denken. Der ganze Fang dauert gerade mal 2 bis 3 Sekunden. Jetzt noch Kopf voran, damit ihn die Flossenstacheln nicht verletzen. Geht doch. Nicht in jedem Garten leben Eisvögel und Ringelnattern.
Doch Freizeitgärten nehmen hierzulande mit 1,4 Millionen Hektar die gleiche Fläche wie alle Naturschutzgebiete ein. Ein gewaltiges Potenzial. Aber selbst in naturnahen Gärten ist der Maulwurf oft unerwünscht. Niedertrampeln kann helfen. Einige Buddler fühlen sich dadurch gestört. Doch es gibt auch dickfellige Typen. Wenn man ihn allerdings beim Baggern erwischt, einen Maulwurf so zu treffen, wäre fast wie ein Sechser im Lotto. Denn der Gräber spürt jede Bewegung. Zudem ist es verboten, denn er steht unter Schutz, ob man es nun mag oder nicht. Vielleicht so? Maulwürfe reagieren auf laute Töne und Vibration, wie sie Schall erzeugt. Deshalb werden zur Maulwurfbekämpfung gern solche Schallgeräte eingesetzt. Wie sie wirken, kommt auf den Einzelfall an. Ob die Hainschnörkelschnecke ihr Sicherheitsbedürfnis in obere Stockwerke treibt? Hier kann sie zumindest der Igel nicht erwischen. Wer rechnet auch schon mit einem Erdbeben? Ob der Maulwurf den Störenfried gezielt ausgehebelt hat oder er ihm beim Buddeln schlicht im Wege war, ist sein Geheimnis. Mit seiner feinen Rüsselnase prüft der Maulwurf genau, ob er sich nach draußen wagen kann. Denn er hat etwas zu erledigen. Im Beet findet er, was er sucht. Wenn ein Maulwurf in einer warmen Nacht Blätter sammelt, kann das eigentlich nur eins bedeuten. Der Bewohner des Gartensouterrains ist eine Sie. Und sie ist schwanger. Sorgfältig kleidet sie die zukünftige Kinderstube aus. Maulwürfe werfen nur einmal im Jahr Junge. Verluste können dadurch nur schwer ausgeglichen werden. Ein Stockwerk höher kann sich der Eisvogel keine Pause mehr leisten. Auch er hat inzwischen Junge zu versorgen. Und gleich 7 Stück. Schnabelgerecht reicht er den Fisch Kopf voran. Die Fressleistung eines jungen Eisvogels ist beträchtlich. Vergleichbar mit 2 Spanferkeln am Stück. Beim Füttern wechseln sich Männchen und Weibchen ab und sind ständig im Einsatz. Jedes Junge bekommt etwa stündlich einen Fisch. Das sind bei 7 Küken über 50 Fische allein nur für den Nachwuchs. Das heißt, die Fehlversuche mitgerechnet, 400 bis 500 Tauchgänge pro Tag. Nebenan tun sich seltsame Dinge. Seit wann heben Steine ab? Ein Maulwurf. Er bringt es tatsächlich fertig, das 20-fache seines Gewichts zu stemmen. Seine Armmuskeln machen mehr als die Hälfte der Muskelmasse aus. Der junge Maulwurf ist verwirrt. So steinig hat er sich den Weg in die Selbstständigkeit nicht vorgestellt. Dann lieber zurück ins heimatliche Terrain, wo die Tunnel schon ausgehoben sind und es sich so schön leicht graben lässt.
Die Mutter aber wehrt ihn ab. Schon mit 5 Wochen müssen Maulwürfe das Revier ihrer Kindheit verlassen. Doch sie sind keine geborenen Gräber und müssen erst lernen, welche Böden sich eignen. Wer zu lange braucht, kann schnell von Greifvögeln oder Füchsen entdeckt werden. Der Garten scheint dagegen ein sicherer Hort. Außerdem schafft es ein erfahrener Maulwurf, in weniger als 5 Sekunden zu verschwinden. Auch wenn er nicht schon einen Hügel vorgegraben hat. Für alle, die keinen Winterschlaf halten, beginnt nun eine harte Zeit. Es wird kälter und nasser. Der junge Maulwurf hat bis jetzt überlebt. Aber nun gerät er in große Gefahr. Wenn es bereits zum Dach reinregnet und das Wasser selbst die tieferen Tunnel flutet, was tun? Ihm bleibt nur die Flucht. Seine Rettung? Er schwimmt überraschend gut. So ist es nicht erstaunlich, dass Maulwürfe sogar Inseln erobern können. Er ist fürs Erste gerettet. Trotz seines Namens ist der Eisvogel kein Freund der Kälte. Wird ihm nicht geholfen wie hier und sind ringsum selbst Fließgewässer zugefroren, verhungert der Fischjäger. Seine Vorfahren waren Tropenvögel, die erst vor 10.000 Jahren eingewandert sind. Er hat sich noch nicht optimal an die hiesigen Bedingungen angepasst, weshalb im Winter mancherorts ganze Populationen verschwinden. Wer ihm einen Brutplatz bietet und durch den Winter hilft, trägt viel zu seinem Schutz bei. Es gibt also gute Gründe für den fliegenden Edelstein, die Gartenbesitzer auch kommendes Jahr zu erfreuen. Einem anderen Gast wurde es allerdings nun zu kalt im Garten. Aus dem Wald stammen seine Vorfahren. In den Wald kehrt er nun zurück, wo es sich unter der dichten Laubschicht besser leben lässt. Der Förster sieht ihn gern, denn er lockert den Boden auf. Doch im Frühling wird der Maulwurf wohl zurückkehren in den Garten. Zur leichten Erde, den Regenwürmern, der Sicherheit. Auch dort durchlüftet er den Boden und frisst Schädlinge. Doch die meisten Gärtner sehen vor lauter Hügeln den Maulwurf nicht. So, wie er wirklich ist.